Die Euro-Krise wird mit aller Macht wieder gut. Die Zinsen für die griechischen Staatsanleihen sind in einer Woche von 6,75% auf 7,9% gestiegen. Norbert Nelte, Internationalen Sozialisten. Es war klar, dass die Schuldenprobleme der Länder nicht so gelöst werden können, dass Draghi einfach die Druckgeldmaschine angeworfen hat, damit die Schulden der Länder bezahlt hat. Wenn dem Gelddrucken keine Erhöhung der Wertschöpfung gegenübersteht, dann steigt die Inflation. Jetzt hat Draghi nur so viel Geld gedruckt, dass die Inflation gut unter 10% bleibt. Deshalb ist die Statistikschummelei bisher nicht so aufgefallen. Die Länder haben sich zwischen den EZB-Anleihenkäufen immer noch Geld selber vom Markt besorgen können. Die Investoren haben halt daran geglaubt, dass Europa die Schuldtitel garantiert und alle übernimmt. Aber jetzt noch, wozu Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien, noch Frankreich und die Ukraine dazugekommen ist, mit ihrer anstehenden Staatspleite, da helfen keine ESM und EFSF nicht mehr und niemand mehr. Sicher war ein kleiner Faktor auch noch die positive Wählerumfrage für die linke Tsipras, vor denen alle Investoren Angst haben. Aber der wesentlichste Grund für die Explosion der Zinsen für die Staatsanleihen ist die europaweite Flaute. Nun verlieren die Investoren langsam den Glauben. Merkel hat bereits von einer neuen Euro-Krise gewarnt. Linke 1. Dabei war die alte noch gar nicht weg. Nur mit Hütchenspielertricks weggeschummelt. Wir haben eine Hütchenspielerin als Bundeskanzlerin. Schau, Euro-Krise da. Hokuspokus, Euro-Krise wieder weg. Hokuspokus, Euro-Krise wieder da. Jetzt fehlt nur noch ein Hokuspokus, um die Euro-Krise wieder wegzuzaubern. Aber die Zinsen für die griechischen Staatsanleihen stiegen ja deshalb, weil in Europa überall die Konjunktur zurückgeht. Hier nur die Titel der letzten Woche in Deutschland. Ein Titel alarmierender als der andere. Sanktionen zeigen Wirkung. Deutscher Export bricht ein. -5,8%. 9. Oktober. Link 2. Verkaufswelle an der Börse wird größer. DAX im freien Fall. 10. Oktober. Link 3. Zweifel an Unabhängigkeit deutscher Statistikämter. 12. Oktober. Link 4. Deutschland auf dem Weg in die Rezession. 11. Oktober. Link 5. IWF-Treffen in Washington. Deutschland wird zum Sorgenfall. 11. Oktober. Link 6. Deutsche Wirtschaft weckt schreckliche Erinnerungen an 2009. 13. Oktober. Link 7. Die Euro-Krise aussitzen ist nicht mehr. 13. Oktober. Link 8. Wachstumsschock. Bundesregierung. Mit der Wirtschaft geht es bergab. 14. Oktober. Link 9. Konjunkturschock. Es könnte noch schlimmer kommen als gedacht. 16. Oktober. Link 10. Von Krise zu Krise. Deutschland ist jetzt mit dabei. 17. Oktober. Link 11. Und zu guter Letzt, die Euro-Krise kann auch noch 20 Jahre dauern. Link 12. Nun ist auch klar geworden, warum die Investoren an keinen Rettungsschirm mehr glauben. Sogar Schäuble sagt nach 7 Jahren Krise selber, Schäuble erwartet noch 7 schwere Jahre. Link 13. In Italien, Portugal und Spanien steigen die Zinsen der Staatsanleihen auch schon seit einer Woche. Aber das könnte auch Zufall sein. Jedenfalls ist eine Dauersitzungswoche in Brüssel absehbar. Nach 7 Jahren Krise
ist die Krise nicht mehr so leicht wegzuschummeln. Bald wird eine Blase nach der anderen platzen. Und wir begrüßen vielleicht noch in diesem Jahr die dritte und letzte Runde der Todessuppen im Kapitalismus. Große Sozialkürzungen kommen wieder auf uns zu. Bereiten wir uns vor. Norbert Nelte, Link 14, Internationale Sozialisten. Verfolge den Wirtschaftszusammenbruch des Kapitalismus mit Fahrplan im digitalen Wegweiser durch die Todessuppen des Kapitalismus. Krisenticker. Link 15.